Moin Leute, heute sehen wir die ersten Gerste aus. Hybrid-Gerste genau genommen gesagt. 76 Kilogramm pro Hektar wollen wir aussehen. Aber wir fahren wieder mit Aussaatkarten. Ich habe es euch mal einmal hier groß gemacht. Auf dieser Seite ist die Fläche besser. Da sind wir jetzt gerade auch. Wir säen gerade 85 Kilogramm pro Hektar aus. Und hier wird es halt schlechter. Da säen wir dann halt nur noch im Minimum 58 Kilogramm pro Hektar aus. Im Maximum halt 87. Ja. Wir haben wieder unseren Klinsmann Frontpacker mit der Crosskill-Walze, den 6215 und die Amazone Centaia. Und wir können jetzt gerade sogar ja, knapp an den 10 km/h fahren. Also das macht richtig Spaß, wenn man, oh, jetzt muss ich eben aufpassen, einmal aussetzen hier und wieder drehen in die nächste Bahn da vorne rein. Ja, wenn man das Signal für die Fahrgeschwindigkeit über das GPS kriegt, dann muss man nicht auf Schlupf achten. Also wir haben die Reifen auch noch einmal abgelassen. Wir fahren jetzt ungefähr mit 1,3 Bahnen Hinterreifen und vorne auch 1,3. Wie gesagt, und das Signal kriegen wir halt für die Drille über das GPS oder über den Satellit. Und wir fahren jetzt laut Schlepper 9,7 und laut GPS 9 km/h. Und dann haben wir wirklich immer die exakte ja, Saatgutverteilung. Und nicht, wenn wir jetzt mal hier im unteren Bereich ein bisschen mehr Schlupf haben wie oben in der Sandwüste oder auch vielleicht andersrum, säen wir halt immer genau das Gleiche aus oder genau das, was wir aussäen wollen. Genau. So sieht's aus. Da vorne ist Johannes auch zugange mit den 6185 und den Pöttinger Gruppe. Der zieht das hier einmal auf 25 bis 30 cm auf. Hier waren vorher Kartoffeln drauf. Die Fläche habt ihr im letzten Video sogar gesehen. Genau. Im letzten Video habe ich hier gerodet. Und ja, wie gesagt, er zieht die auf und dann kommt jetzt hier direkt das Getreide rein, dass der Boden nicht austrocknet. Und ja, sind super Saatbedingungen. Johannes hat auch die zweite Kamera in der Hand. Vielleicht hat er schon ein bisschen was dazu gesagt. Da gucken wir jetzt mal einmal gemeinsam rein. Jetzt auch von mir schönen guten Tag. Alexander ist da hinten zugange. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich schätze, der hat schon was gesagt. Wir haben jetzt zwei Kameras, von daher können wir jetzt beide ein bisschen was filmen. Ich bin hier am Grubbern, Kartoffelacker einmal aufziehen und Alexander dann hinten am Säen. Wir haben jetzt den 7. Oktober und fangen jetzt mit der Gerstenaussaat an. Sollte eigentlich passen. Letztes Jahr sind wir auch um die Zeit gestartet. Da fand ich, war das Getreide nachher relativ üppig in den Winter gegangen. Ja, aber wenn man jetzt den Wetterbericht anguckt, dann melden sie ab Mitte nächster Woche dann doch wieder was schlechter. Und Montag, Dienstag sind wir noch mit Zwiebeln zugange. Von daher jetzt Samstag die erste Fläche, die nachher auch wohl mal schwierig und schmierig werden kann. Schon mal rein und ja, deswegen sind wir jetzt hier zugange. Ich habe den 185er mit und ziehe dann mit unserem Pöttinger 4 Meter grober das noch einmal auf. Da muss er sich ganz gut vor gebrauchen, also der ist gut zugange. Ja, jetzt ruft Papa an. Ja, jetzt noch mal weiter im Text. Wie gesagt, 4 Meter Pöttinger grober mit dem 185er, der ja, muss da was tun, aber das geht, das funktioniert, haben wir sonst die Jahre auch gemacht. Sind jetzt hier auf. Ui, was ist jetzt nochmal? Oh, da ist was. Wahrscheinlich Stein in der Walze. Oh, ich will mal einmal schauen. Nicht, dass da irgendwas ist. Ja, jetzt weiter. Da, ich habe es nicht genau gesehen, aber ein kleiner. Also ein. Ja, so gut faustgroßer Stein war da. Kann manchmal schon reichen, wenn er sich gerade doof oben zwischen Holm und Walze setzt. Was wollte ich euch noch erzählen? Genau, hier vorher Kartoffeln, jetzt einmal durchgrubbern, dann einsäen und mit unserer bekannten Kombination, Teilfleck spezifisch, aber das wird Alexander euch bestimmt auf seinem Monitor zeigen. Wir säen dieses Jahr wieder Hybridgersten ausschließlich. Letztes Jahr hatten wir ja auch eine Lieblingssorte dabei, aber irgendwie ist das nicht so unseres. Ja. Andere sagen, die können nicht mit Hybriden um. Ich sage, ich kann nicht mit Liniensorte um. Da, weiß ich nicht. Irgendwie hat man jahrelang die Erfahrung mit den Hybriden gesammelt und hat so ein bisschen sein Konzept darauf aufgebaut und weiß, was man machen muss und wie man die behandeln muss. Und ja, das haut wohl dann für die Liniensorte nicht so gut hin.
Von daher habe ich mich jetzt dazu entschieden, ausschließlich Hybriden zu machen. Dieses Jahr einfach nur zwei Sorten. Letztes Jahr hatten wir fünf Sorten hatten wir letztes Jahr. Dieses Jahr machen wir einfach zwei neuere Hybriden. Eine Dakota und eine Luna. Genau. Das ist jetzt so für unsere Gerste dieses Jahr der Plan. Dakota wird irgendwo die Hälfte und Luna die Hälfte. Ja, je nach Fläche habe ich mich dann dazu entschieden. Hier zum Beispiel haben wir unten doch so ein bisschen feuchtere Bedingungen häufig. Dafür ist es hier oben aber sehr sandig. Deswegen habe ich die Dakota genommen, damit die mir nachher nicht unten in den Feuchten ins Lager geht, weil die ja doch noch vielleicht ein Tick standfester ist als die Luna. Und ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, ich habe eigentlich die Erfahrung gesammelt, dass die Dakota relativ genügsam ist. Die kommt da schon mit klar und bringt nachher auch ihre Erträge. Von daher habe ich mich dann halb entschieden. Und ich denke, das sollte auch wohl passen. So fahren wir jetzt hier. Die Bedingungen sind eigentlich top. 22 Grad und bisschen Wind und Sonne. Also der Boden graut richtig schön an, zieht richtig schön an. Das sollte eine richtig gute Aussaat werden. Und das ist auf diesem Standort eindeutig nicht immer der Fall. Wie gesagt, also die untere Drittel, ab da vorne ungefähr die Linie, da wird es häufig im Herbst schwierig. Deswegen jetzt hier auch als allererstes rein, bevor da irgendwie noch groß Regen kommt. Jetzt sind die Bedingungen einfach gut. Und dann sollte das hoffentlich hier eine gute Gerste werden. Ich war bei diesem Standort häufig unentschlossen, was man denn hier macht. Also Weizen funktioniert nicht. Gerste haben wir einmal gehabt. Hat auch nicht so gut funktioniert, aber vielleicht waren die Aussaatbedingungen da auch nicht optimal, dass man vielleicht doch ein bisschen im Herbst das geschmiert hat. Und jetzt habe ich mich wieder für die Gerste entschieden. War am Überlegen, noch einen Roggen dazwischen zu nehmen. Aber weil wir ja sowieso mit unseren ganzen anderen Kulturen eigentlich relativ stramm zugange sind, auch schon im Frühjahr mit den Raps und alles, habe ich gesagt, das lassen wir. Wir bleiben bei zwei Getreidekulturen, damit wir auch Spritzen und Co. so ein bisschen besser zusammenfassen können. Und packen jetzt nicht für 5,5 Hektar noch einen Roggen dazwischen, den man dann ja eventuell extra behandeln müsste, auf jeden Fall extra eine Spritze voll machen muss. Und irgendwie muss man halt dann auch gucken, dass man sich so ein bisschen arbeitswirtschaftlich zusammenhält. Und die anderen Flächen, die wir haben, sind jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach, da tut das nicht unbedingt Not, an Roggen zu machen. Da geht eine Gerste gut. So, von daher, dann die Entscheidung, diese 5,5 Hektar als Gerste wegzupacken und fertig. Die moderne Technik ist ja auch einfach schön, ne? Kannst gleichzeitig Getreide säen und die Drohne fliegen. Jetzt bei 10 km/h ist es auch ganz schön stressig manchmal, dass man zum Ende hin wieder den Controller zur Seite legt und passend aussetzt und so. Aber das Schöne ist ja auch bei unserer Drille, wir haben ja hier die Fläche komplett eingezeichnet und hier hinten endet die Fläche oder eher gesagt das Vorgewende. Und wenn die Drille über das Vorgewende drüber wegfährt, also über die Linie, stellt die sich automatisch ab. Auch wenn man weiter fährt, sät man ja nicht mehr. Das ist ganz, ganz angenehm. Haben wir auch ein, zwei Mal gerade geholfen. Da muss man sich da auch nicht mehr drauf konzentrieren, dass man passend aussetzt. Aber aussetzen, gutes Stichwort, das können wir mal eben hier machen. Zack, Tempomat raus, Vorgewende vorne hoch, hinten hoch, Zapferlege gleichzeitig aus. Und dann können wir die nächste Reihe fahren. Gleichzeitig können wir schon mal die Fahrgasse anschalten. So, zack, Fahrgasse ist da, weil hier wird uns eine Fahrgasse angezeigt. Die muss natürlich auch reingedreht werden. Das ist ein kleiner Negativpunkt noch an unserer Drille, dass die Drille sich quasi nicht automatisch umstellt, wenn der sagt, hier durchlaufende Fahrgasse, dass sie sich dann nicht automatisch schon auf Fahrgasse einstellt. Aber man kann nicht alles haben, ne? Genau. Und jetzt wieder zack, Tomat rein, laufen lassen. Also das Drillen muss ganz gut gehen. Wenn ich sehe, wie schnell der da rüber piest, das sind bestimmt über 9 km/h.
aber sieht top aus. Also Gas. Oh, das Rummern geht nicht so gut. Manchmal gerade hier bei ganz losem Kraut schiebt das dann doch nochmal. Deswegen muss ich jetzt mal eben, glaube ich, mich darum kümmern. Immer wenn ich filme, ist irgendwas, ey, das gibt es nicht. Gerade eine Stunde so gefahren, kein Problem gehabt. Und jetzt willst du mal wieder eine Bahn filmen, zack, hast da wieder Kraut drin oder irgendeine Scheiße, ey, das gibt es nicht. Jo, ich habe jetzt mit Grummern schon ganz nett fertig. Ist jetzt nur noch dieser Streifen plus halt die Vorgewände. 4 Meter grober, da kommt man natürlich voran, auch wenn ich jetzt nur 7-8 km/h fahre. Aber das schafft schon. Und Alexander auch schon da vorne. Also der holt auch ganz gut auf, sage ich mal so. Er kann anscheinend auch relativ schnell fahren. Wenn er hier gleich vorbeifährt, dann filme ich mal einfach rüber. Das sieht schon nicht schlecht aus. Aber so im Gegrubberten ist natürlich auch mit das Beste, die beste Möglichkeit zu säen. Und ja, von daher, das läuft wohl. Wir wollen heute Abend nämlich auch noch los, von daher ist es auch gut, dass es läuft. Ah, da müssen wir gleich mal mit dem Kreisel da durch. Genau. Da fährt er. Ach, nach dem Kreisel, nach der Grillkombination sieht das ja echt herrlich aus. Ne? Also ich bin immer wieder positiv angetan von unserer Grillkombination. Das gefällt mir echt gut, so wie wir das jetzt haben. Die macht schon ihren Job. Und mit dem Teilflächenspezifischen, das haut schon hin. Also was für eine Sorte wir säen und dass wir Teilflächenspezifisch säen, habe ich euch ja bereits gesagt. Jetzt nochmal zu der Aussatzstärke. Im Schnitt sind wir irgendwo Richtung 165 bis 170 Körner unterwegs. Letztes Jahr, der Versuch hat ja gezeigt, dass auch eine reduzierte Aussatzstärke gut funktionieren kann. Und da waren wir noch eine Woche später, also auf dem 15. Oktober. Und jetzt sind wir beim 7. Also ja noch etwas eher. Von daher könnte man jetzt ja sagen, man zieht die hier auch runter. Allerdings bei dieser Sorte, wie gesagt, Dakota, da bin ich da ein bisschen skeptischer. Die ist von der Bestockung nicht ganz so intensiv wie die Luna, mit der wir das gemacht haben. Von daher habe ich mich das jetzt irgendwie noch nicht ganz getraut. Vielleicht hätte ich es machen müssen. Aber durch das Teilflächenspezifische haben wir ja hier in den Sandzonen, so wie hier vorne, kann man, denke ich, gut sehen, schieren Sand. Da haben wir ja nur 130 Körner. Also ich habe 130, 150, 170, 190, 210. Und also diese Sandzonen sind bis 130 Körner runter. Das bedeutet, wir haben da schon eine relativ geringe Aussatzstärke. Ja, ich bin mal gespannt, vielleicht sage ich nachher, jetzt so am Anfang der Saison hätten wir uns auch nochmal 10 oder 20 Körner sparen können. Ja, weiter habe ich mich jetzt mit dieser Sorte nicht getraut, mit der anderen, da werde ich das machen, da werde ich auf 150 Körner im Schnitt gehen, sofern wir jetzt auch in nächster Zeit bei vernünftigen Bedingungen, so wie hier jetzt, aussäen. Dann, dann gehe ich auf die 150 runter und Mit einem Parallelfahrsystem arbeiten macht ja auch dann erst richtig Spaß, wenn die Flächen richtig vernünftig eingezeichnet sind. Die habe ich letztes Jahr mal wieder nachgezeichnet. Und da kann man jetzt einfach mit Nullverschiebung hier am Rand komplett dran langfahren, außenrum Zulinie nehmen. Einfach, man muss halt ein bisschen langsamer fahren, aber dann passt das einfach. Und dann kann man nachher auch beim Spritzen, muss man nicht irgendwelche Verschiebungen sich ausdenken, einfach Nullverschiebung und dann hier ab außenrum zu fahren. Das macht dann richtig viel Spaß. Und ich bin jetzt einmal außenrum zugefahren, das habe ich extra gemacht. Aber wir fangen jetzt mit dem Vorgewende an. Und dann fange ich gleich schon in der Fläche an, weil dann dreht man gleich nicht mal auf den Gesäten ganz drauf rum. Aber ich fahre halt immer einmal gerne außenrum zu, dass ich weiß, dass wirklich alle Linien passen und dass ich einfach mit der Nullverschiebung fahren kann.
und nicht nachher bei der letzten Bahn oder letzten zwei Bahnen das große Erwachen kommt. Aber so langsam über die Jahre haben wir, wenn wir Flächen hatten, welche wir nicht vernünftig eingezeichnet hatten, alle wieder nachgezeichnet. Und jetzt haben wir wirklich ja, top eingezeichnete Flächen, so wie hier auch gerade Linien. Ne? Wir hatten das früher halt immer, dass wir beim Aufzeichnen das nicht pausiert haben. Und wenn man jetzt halt pausiert, das Video zum Flächenaufzeichnen etc. seht ihr hier oben sonst gerade. Wenn man das halt pausiert, dann kriegt man nochmal genau gerade Kanten hin. Und wenn man einfach so dran lang fährt, so gerade kann man nie fahren. Genau. Und deswegen haben wir jetzt über die Jahre das eigentlich so hingekriegt, dass wir eigentlich alle Flächen relativ vernünftig eingezeichnet bekommen haben. So, jetzt fange ich hier in der Mitte an, muss jetzt eben einen Verschiebesatz von 1,5 Metern eintragen, da wir 30 Meter Fahrgassen haben und wir dann die 1,5 Meter zum Rand brauchen, dass wir halt mit unseren 30 Meter Gestänge hier klarkommen. Genau. Und wir fahren jetzt ja, 11,5 km/h. Also, wir haben die Kreisellänge gerade noch einen höher gestellt, weil beim Gegrobaten das ist alles relativ flach. Da muss ich nicht so ganz so stark arbeiten. Und die Motordrehzahl noch ein bisschen angepasst. Also die macht jetzt 1800 Umdrehungen. Und dann können wir wirklich mit 11,5 km/h gerade pflanzen. Oder säen. Säen, Entschuldigung. Hier, da hat er wirklich 0 bis 1, 2. Also von der Genauigkeit her vom EDK, dass er nicht rumeiert, funktioniert auch ein Traum. Dann kann man Regenwald fertig kriegen. Und was mache ich jetzt? Übers Gesäte fahren. Ja. Ich fahre jetzt für den unteren Bereich, den unteren Drittel, einmal die Fahrgassen- und Güllefahrspuren vor, damit wir da das ein bisschen fester haben und im Frühjahr dann auch gut fahren können. Also Fahrgassen werden natürlich nochmal mit der Spritze jetzt im Herbst mit dem Herbizid, also wegen der Herbizidmaßnahme befahren, aber die Güllefahrspuren, da hat man, dadurch, dass wir mit 15 Meter dann einmal immer dazwischen fahren müssen, hat man dann keine, ja, kein Festdrücken und dadurch hat man dann doch ja, mehr Probleme zu fahren, weil der Boden einfach weicher ist. Deswegen fahre ich jetzt direkt nach der Saat einmal die kritischen Stellen, also in diesem Fall die untere Drittel bis Hälfte, einmal über und dann ist das mit dem Fahren echt ein Vorteil früher. Und ja, das mache ich jetzt halt direkt nach der Saat, weil wir da eigentlich ganz gute Erfahrungen mit gesammelt haben, da jetzt die Körner noch nichts gemacht haben und noch keine Wurzeln oder sowas sind, geht das ganz gut. Wenn die erstmal ein bisschen aufgekeimt sind oder ein bisschen angewachsen sind, dann reißt man die Wurzel schnell ab und sowas. Und wenn sie ein bisschen größer sind, ja, durch einfach ein bisschen Schlupf und so, beschädigt man die Pflanzen. Deswegen jetzt direkt nach der Saat eben einmal ja, hier hin und her fahren und dann sollte das im Frühjahr mit Gülle fahren hoffentlich auch kein Problem sein. Also wir haben da jedenfalls gute Erfahrungen gesammelt. Es ist jetzt Viertel vor sieben, dann denke ich, sollten wir um 7:30 fertig sein und ab nach Hause können und dann kannst du heute Abend noch zum Erntedankfest im Nachbardorf gehen. Ja. Und dann geht es morgen mit Zwiebeln weiter. Morgen Nachmittag vorsammeln und ab Montag dann verladen. Mal schauen, wie das alles so klappt. So, die letzten Meter hier nehme ich euch nochmal eben mit. Zack, Packer ausheben. Das ist natürlich Luxus, dass man eben vorne Land hat. Drille ausheben. Und fertig. So sieht der Saatguttank aus. Also irgendeiner hat das mal in den Kommentaren geschrieben, eine Kamera in Saatguttank ist das Beste, was es überhaupt gibt. Also Drille leer sehen und so ist so angenehm geworden. Sonst steigst du ab und guckst und hier und mach und tust und das ist eine Katastrophe. Aber jetzt Kamera rein, siehst du immer sofort, ist richtig angenehm. Das ist eine Funkkamera, die habe ich auch mal irgendwann vorgestellt. Ein Video findet ihr hier, ein Link für die Kamera sonst in der Videobeschreibung. Habe ich glaube ich schon ein paar Mal öfters gesagt, aber die Kamera würde ich mich jedes Mal wieder kaufen. Saugeil. Einfache Funkkamera mit Magneten, machst du irgendwo dran. Und ja, Übertragungsschwierigkeiten oder so hatten wir auch noch nie, dass sie irgendwie rumzickt. Das ist echt eine Top-Kamera.
Naja, auf jeden Fall. Fläche ist fertig. So sieht es jetzt von oben aus. Da könnt ihr es jetzt schön sehen. Genau. Es ist jetzt genau 19.25 Uhr, also 19:30. Gut geschätzt. Ich fahre jetzt nach Hause, hab einen wunderschönen Sonntag und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.